Freie Schnauze, der Themenpodcast über Chaoten auf vier Pfoten und manchmal auch zwei Beinen. Hunderassebeschreibungen und wahre Geschichten von und mit Gästen. So, hallo, herzlich willkommen. Ja, heute sitze ich mit der Sibylle zusammen und wir wollen ein wenig über Border Collies sprechen. Die Sibylle hat zwei Rüden, jetzt noch einen. Wir kennen uns schon ziemlich lange und wir wollen auch mal ganz offen und ehrlich, da gucke ich die Sibylle für an, darüber sprechen, was die Vor- und was die Nachteile eines Border Collies sind. Grüß dich, Sibylle. Hallo Silvia, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu dem Gespräch und dass ich einiges drüber sagen darf, über Border Collies, weil ich habe mir einen Border Collie geholt und habe mir es leichter vorgestellt, wie es ist oder war. Mhm. Und es war die beste Entscheidung, zu dir in die Hundeschule zu kommen. Jetzt keine Reklame. Nein. Okay, gut. Aber wie lange kennen wir uns jetzt? Fast 13 Jahre. Wahnsinn, gell? Ja. Das ist schon der zweite Hund, ne, der erste. Kann ich mich noch erinnern, das war dann vor 13 Jahren. Ja. Ne? Genau. Und da hast du mich angerufen. Ich glaube, das Erstgespräch war ein bisschen... Na, das Erstgespräch am Telefon war eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Also ich habe mich gefreut auf die Hundeschule. Die erste Begegnung war, oh Gott, wo bin ich dahin geraten? In der Hundeschule. In der Hundeschule. Okay, weil die erste Begegnung war, ich komme damals zu dir in die Welpengruppe und dein erster Kommentar war, wie blöd muss man sein, dass man sich am Border Collie zulegt. Und da stehe ich heute noch zu. Wer sich Arbeit anschaffen will, der schafft sich im Border an. Genau. Genau, das Leben könnte leichter sein ohne Border Collie, gell? Ja, könnte leichter sein, aber wie gesagt, man muss halt auch wissen oder sollte wissen, auf was man sich einlässt und sollte sich Hilfe holen, eben bei so einem Hund, ja, bei so einem Charakter von. Für dich war das auch der erste Hund überhaupt, glaube ich, ne? Oder? Der erste eigene Hund. Der erste eigene Hund, wo ich erzogen habe. Und wie gesagt, ich bin mit Hunden groß geworden. Aber es war wirklich der erste eigene Hund. Und als wir uns entschieden haben, dass wir unseren Hund zulegen und einen Border Collie, habe ich von Haus aus gesagt, egal bei was für einer Rasse eigentlich, wäre für mich eine Hundeschule in Frage gekommen. Okay. Weil ich einfach sage, ich bin mit Hunden groß geworden. Es hat früher viel weniger Hunde gegeben wie heute. Ja, ja. Und unsere Eltern haben sie erzogen. Und also, ja, unsere Eltern haben sie das über... Das Thema hatten wir schon mal, genau. Genau, und es ist halt so, früher waren die Hunde halt zum Nützen da, also ja. Schutzhunde, genau. Wachhunde, ja. Und heute genau. Haben wir es halt als da Spaß. Muss ich kurz mal, das ein gutes Beispiel ist, wo du, wir hatten ein Vorgespräch jetzt schon ein bisschen länger, wir haben zusammen gefrühstückt, wir beide, ne, ganz in aller Ruhe, alte Freundschaft, wenn man so will, da hattest du kurz erzählt, dass eine Bekannte sich einen Border Collie ausgesucht hat, da mit einer schlechten Pigmentierung allerdings, ne? Aber von einem Bauernhof. Und als ihr euch den angeschaut habt, den Wurf, war die Mutter so gut wie weg. Ja. Ja, da geht es nämlich schon mal los, weil ein Border Collie würde sofort seine Welpen verlassen, wenn er irgendwie Arbeit sieht. Und gerade am Hof haben die ja eigentlich ihre ursprüngliche Arbeit. Und wenn irgendwo die Arbeit ruft oder so, dann würden die sogar ihre Hundebabys verhungern lassen. Das wissen die meisten Leute nicht. Man muss einen Border Collie echt ein bisschen dazu zwingen, bei den Welpen zu bleiben. Ansonsten sind die sofort on, wenn die irgendwie merken, jetzt geht's an Arbeit. Genau. Aber das ist jetzt auch wieder etwas, das kriegen die meisten Leute so gar nicht mit. Und nicht jeder Border Collie ist ein Arbeits-Border Collie, gell? Aber in der Regel sollte er was tun, ansonsten beschäftige deinen Hund, sonst beschäftigt er dich. Ja, genau. Okay, was hast du für Erfahrungen gemacht jetzt gerade mit dem Hüten, mit der Erziehung bei ihm? Also bei meinem ersten Border Collie ist mir dann halt passiert, dass er Jogger gejagt hat. Radlfahrer gejagt hat. Er hat sogar einen Jogger mal so
gejagt, dass er der Jogger freiwillig über den Bach gesprungen ist. Wow. Hat er versucht, den einzuholen? Ja, er hat ihn eigentlich zu stoppen, zu mir zu treiben. Ich wollte ihn ja nicht. Das weiß der Jogger leider nicht. Aber das ist immer, das kapieren die Leute nicht. Das ist ja also genetisch so programmiert, aha, dass irgendwann der Border Collie bei einer schnellen Bewegung, egal ob das Auto, Fahrrad, Jogger, ein Auslöser hat, der wird einfach ausgelöst, dieses Verhalten, nebenher zu laufen und dieses Schaf zu stoppen. Jetzt ist ein Jogger nicht unbedingt ein Schaf, ne? Aber dieses Stoppen und zu dir treiben, halt in Links- und Rechtsbewegungen, ist nun mal etwas, was dem Border Collie in der Genetik so angelegt ist. Mhm. Also den, ich sag mal, zu 90%, mit 10% sind vielleicht ein bisschen verkümmert mittlerweile. Aber zu Schweinchen Beb waren die 100% so. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen länger her. Ne? Okay. Ja, und der arme Jogger. Ja, der arme Jogger, also der war traumatisiert. Und dann bin ja ich schon bei dir in der Hundeschule gewesen und da habt ihr das erzählt und erklärt, wie das war. Und dann hast du zu mir gesagt, ich muss eine Alternative. Und dann haben wir ja mit dem Treibball angefangen. Ja. Und das war das Beste, was man noch nebenbei passieren hat können. Ja, ich nur ganz kurz, ich muss nur für die Leute, die jetzt weniger, wir haben auch Zuhörer, die haben gar keinen Hund, kurz mal erklären. Grundsätzlich in der Erziehung, wenn mein Hund eine Verhaltensweise zeigt, die ein Tabu ist. Ja, also Jogger, man kann das zwar erklären mit dem Hüteverhalten, man kann auch dem Jogger sagen, tut mir leid, mein Hund wollte sie nur hüten, das nützt dem auch nichts. Also ich muss dem sagen, das auf gar keinen Fall. Also hinterherrennen, zusammenscheißen, Fuß weg. So, jetzt brauchen wir in der Kommunikation, sobald der aufhört, das zu tun, was er nicht soll, muss ich umschwenken in, ja, sag mal, schrei ihm dann wie Boomer, gell? Mhm. Boomer nein. Und Boomer stoppt und schaut mich an. Und dieses Anschauen muss sofort wieder positiv aufgenommen werden, damit der Hund wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Also mit richtig viel positiver Emotion. Und gleichzeitig muss ich dem Hund, weil der wird dann sagen, ja toll, also das ist kein Schaf, das ist kein Schaf, Autos sind keine Schafe, hoffe ich, dass die Leute frühzeitig eingreifen. Wo sind denn bitte meine Schafe? Mhm. Und dann kommt zum Beispiel Treibball ins Spiel, weil jeder Hütehund eine bestimmte Prägung auf etwas braucht, wo seine Arbeit ist. Weil ohne Arbeit ist er unglücklich. Müssen wir einfach mal so sagen. Die meisten Hütehunde sind unglücklich, nur mit Gassi gehen. Also Fahrradfahren ist schon eine Möglichkeit, aber das befriedigt auch nicht diese Hüte-Leidenschaft, die die einfach haben. Und jetzt stellt man sich mal vor, als Mensch, ich habe irgendwo eine Leidenschaft, ich habe ein ganz großes Talent und darf es nicht ausleben. Es wird unterdrückt. Ja. Das ist die Schwierigkeit. Und da ist Treibball zum Beispiel eine Möglichkeit. Gibt es andere Talente auch, muss ich ganz mal kurz sagen. Genau, und du hast mit Treibball angefangen. Also ich habe mit Treibball angefangen. Also das war, sage ich mal, für ihn das Beste. Ich habe aber mit dem Boomer ja noch abortiert, habe noch Agility gemacht und Glickern. Mhm. Aber für den Boomer war das Treibball das A und O. Das glaube ich, ja. Und wie gesagt, und von dem Jogger hätte er damals nie abgelassen. Da habe ich eigentlich den Jogger anschreien müssen, er muss stehen bleiben. Okay. Ja. Und danach habe ich zu meinem Hund gesagt, Sitzplatz, wo ich mit Treibball angefangen habe. Und das hat funktioniert. Ja, weil er dann ganz hoch in seinen Trieb geschossen wird. Beim Treibball, das muss man dazu sagen, also Treibball ist nichts für Menschen, die sich nicht durchsetzen. Wenn man sich auch Schafe hüten, ist nichts für Menschen, die sich nicht durchsetzen. Ja, also das habe ich in einem Podcast vorher mal unter der Rassebeschreibung schon erklärt, aber hier gerne auch nochmal. Also es kann nicht angehen, dass man Ball kaputt beißt oder sich die, Zähne ausschlägt. Also da muss man mal aufpassen. Und die Luftbälle kaputt macht zum Beispiel. Er muss gestoppt werden. Ich muss aufpassen, auch bei Schafen, dass die nicht verletzt werden. Reinzwicken ist okay, aber jetzt nicht verletzen. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Und der muss auch unter diesem hohen Level an Adrenalin, was dann ausgeschüttet wird bei den Hunden, noch zu stoppen sein. Also er muss zugänglich sein
Und bevor er den Ball irgendwie, keine Ahnung, Richtung Straße treibt, wenn man mal draußen Treibball macht, muss der Hund zu stoppen sein. Ne? Ball überfahren ist was anderes wie ein Hund. Genau, und das ist eine schwierige Aufgabe. Wobei Borders sich unglaublich gerne hinlegen. Also wenn jemand immer sagt, so mit einem jungen Border, meiner kann schon down. Ja, ist doch keine Kunst. Sieht der einen Vogel, legt er sich hin. Genau. Sieht der Auto. Also ich habe einmal bei einem Volkshochschulkurs, Kurs, war auch mal ein älterer Herr da mit einem Border Collie und der sagte, ja, was er denn machen kann, der Hund hätte sich erschrocken vor Autos. Ich sage, erklären Sie mir ganz genau das Verhalten. Also mein Hinterkopf war schon, schon wieder so einer, ne? Okay, der Autos hütet. Dann hat er mir es erklärt, er war ein junger Hund und dann ist ein Auto schnell an ihm vorbeigefahren und plötzlich hat er gezuckt und hat sich hingelegt, ne? Und dann so geguckt und gezittert. Ne? Da musste er ja Angst haben, wenn der zittert. Nee, der war voll unter Strom. Okay, und dann habe ich ihm gesagt, okay, habe ich ihm erklärt und sage, und guckt er links und rechts hin und her und springt er rein oder schleicht er, was macht er? Ja, also hat mir sämtliche Hüte-Eigenschaften des Border Collies erklärt. Ich habe gesagt, ich vermute, der hütet, aber ich müsste es mir angucken. Und Autos müssen sie ihm sofort verbieten, sonst gibt es echt ein Problem. Ja, also ich hatte ja Hunde, die in der 30-Zone Autos gestoppt haben, wo dann die Besitzer verzweifelt mir den Hund übergeben haben. Ne? Genau, nee, der hat gemeint, also der Hund hätte sich nur erschrocken, also ich wäre da völlig im Unrecht. Mhm. Genau. Genau, aber Autos hatte deiner nie, ne? Nee, Autos hatte er nie, aber ich kenne auch eine, die hat ein Border Collie Hündin gehabt. Hm. Die hatte keinen Schwanz mehr, weil die hat mir dann erzählt, ihr Hüten war Autos zu jung. Ach, scheiße. Und irgendwann hat sie das Auto halt erwischt gehabt und dann dadurch hat sie keinen Schwanz mehr gehabt. Ja, ja, du, ich sehe ganz oftmals hier, auch wenn ich zur Arbeit fahre, da ist ein Rüde, der läuft bestimmten Autos parallel nebenher, aber der kommt nicht nach vorne. Gott sei Dank. Trotzdem kriegt jeder Autofahrer einen Riesenschrecken, also auch ein Border, rein rassig. Mhm. Und der vermehrt sich auch. Ja. Hier ist hier auf dem Land, gell? Unkastriert natürlich, rennt halt rum, nee, Tür auf, Hund raus, ne? Wie das so ist. Ja, und jetzt ist mittlerweile da noch ein junger Mann, der hat seinen Border Collie an der Schleppleine mit Geschirr. Und wartet aufs Auto, also er steht da und wartet aufs Auto. Bei dem Hund löst das Auto das Hüteverhalten aus. Dann sagt er nein und dreht sich rum und tut den Border Collie weg von der Straße. Entschuldigung. Ja. Also, es muss dem jemand erklärt haben, der keine Ahnung von Border Collies hat, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, gell? Tut mir leid. Aber das wird er nicht lassen. Ja? Also er braucht schon eine konkrete Ansage. Und also jetzt habe ich ihn letztens mal gesehen, der hat doch mal aufgestampft, also ist schon mal ein bisschen massiver Nein gesagt, aber der hütet weiter. Also wenn man Pech hat, macht ein Hund das ein Leben lang, weil dann ist es eine geprägte Geschichte. Und sowas, was du dann erzählst, das sind natürlich diese traurigen Dinge, die, genau. Ja. Genau. Echt schade. Aber da wird es mehrere Borders geben, die einem Auto auch zum Opfer gefallen sind. Bestimmt. In der Zeit. Genau. Ja. Okay. Ja, und mein zweiter Border, ja, der macht Treibball, der macht auch alles, hat in gewisser Weise auch einen Hütetrieb, aber nicht so gut. Also mit dem tue ich mehr abortieren. Mhm. Das reicht ihm eher. Ich mache daheim noch Treibball nebenbei. Mhm. Aber der abortiert lieber. Mhm. Und das ist halt auch ein guter Ausgleich. Ja, absolut. Ich sag halt... Je nach Talent. Ja. Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem habe ich so das Talent noch nicht ganz richtig heraus. Also irgendwie mehr hat er alles machen, aber macht nicht alles perfekt. Liegt aber nicht an ihm, wahrscheinlich an mir. Mhm. Weil ich sag, ja, mit einem Border Collie gehört halt viel Kopfarbeit gemacht. Ja. Border Collie bin ich der Meinung, also ist meine Meinung, braucht nicht mehr Auslauf wie jeder andere Hund. Das ist auch so ein Missverständnis. Genau, ja. Weil dies, wenn ich angeredet werde, was ist denn das für Rasse, Border Collie? Um Gottes Willen, der braucht ja so viel Auslauf. Das sage ich immer, nein. Hm. Da sage ich, der braucht nicht mehr Auslauf wie ein Chihuahua, wenn er laufen darf, der Chihuahua. Hm. oder wie ein Labrador oder egal was. Er braucht aber Kopfarbeit.
Genau, Kopfarbeit in Verbindung mit Bewegung. Muss genau, man dazu sagen, genau. Wie beim Hüten eben auch. Genau. Ja, also Border Collie zweimal am Tag hergenommen, einmal Schafe raus, einmal Schafe rein sozusagen. Ja. Andere Koppel, wie auch immer. Und dazwischen haben die wirklich Pause. Genau. Genau. Kopfarbeit ist absolut wichtig. Und das mache ich ja unterm Gassigehen. Also ich gehe mit ihm, ich arbeite mit ihm. Und wenn ich heimkomme, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann will ich meine Ruhe. Mhm. Und dann hat er einfach Pause. Ja. Genau. Und das gehört einfach. Hast du eine Box? Ich habe eine Box. Ja. Also er muss in die Box oder geht freiwillig in die Box, wenn es ihm zu viel wird oder mir zu viel wird. Mhm. Entweder wird er geschickt oder er geht. Mhm. Zu viel heißt Trubel zu Hause. Ja, wenn bei mir Trubel daheim ist, wenn Enkelkinder da sind und alles. Ja, verständlich. Ja, nee. Ja, besser als sie zu hüten. Das ist ja, wirklich ja. Auch nochmal ein Grund, warum manche Border Collies einfach im Tierheim landen, weil die anfangen dann die Kinder zu hüten. Ja. Weil Prägung, ja. Kleine Schafe. Ja. Ja. Und bei mir war wirklich das am Überlegen, dass ich mir sogar am Border Collie, also nachdem mein erster verstorben ist, mhm. war bei mir die Überlegung, ich hole mir einen aus dem Tierheim. Mhm. Es war aber schon im Hinterkopf, wird wahrscheinlich nicht so passieren, weil ich eben Enkelkinder habe, noch in einem kleinen Alter. Mhm. Und eigentlich habe ich gewusst, warum sie da gelandet sind, weil mhm. diese Hunde, sie schauen toll aus, mhm. sind tolle Hunde, wenn man was mit ihnen macht. Mhm. Und ich habe aber gewusst, immer wenn ich dann das auch nachgelesen habe, sie haben halt zum Teil gebissen. Ja. Und ich bin der Meinung, also meiner Meinung, meiner Erfahrung jetzt nach, sage ich halt, die Leute haben gemeint, sie holen sich am Border zum Gassi gehen, ja. weil ist ja ein schöner Hund, wärst ja. bestimmt ja. angeredet. Ah, und was man so über die erzählt, ist ja genau, Quatsch, ja, genau, ja. Hüten, was dann ist wird, das? Es wird ganz viel einfach in den Wind geschossen. Genau. Es wird sich nicht mehr richtig informiert, welcher Hund wirklich passt. Und es wird auch oftmals, ganz ehrlich, nicht mehr die Experten befragt, sondern irgend so ein Scheiß im Internet, Entschuldigung, wenn ich so sage, ja. wird dann geglaubt, wo sich jeder profilieren will. Mhm. Also wissen wir ja jetzt mittlerweile alle, ne? Mhm. dass da ganz steht auch viel Gutes. Ne? Ja, ja, ja. Aber wenn man jetzt einen Border Collie unbedingt will, dann blendet man auch ganz gerne mal diese negativen Sachen aus mhm. und liest dann nur noch das, ach, ist alles halb so wild. Mhm. Ne? Sehr schade. Ja, finde ich auch. Aber wie genau. gesagt, ich habe halt das gewusst, dass eben irgendwelche Probleme mit den Hunden und ich ja. habe halt dann auch gesagt, das kann ich nicht mir antun oder meine Enkelkinder oder ja. am allerwenigsten dem Hund, dass ich mit ihm das nicht bieten kann oder ich in der Gefahr bin oder der Hund, dass er vielleicht dann nach wem schnappt, weil ja. ich die Zeit noch gar nicht gehabt habe, mich auf den Hund einzulassen. Ja. Ja. Und wie gesagt, weil ich bin der Meinung, ein Border Collie gehört in keine Anfänger. Nein, absolut Hände. Nicht. Nein. Erst mit einem anderen Hund, auch bitte nicht mit dem Aussie gleich üben. Nein, bitte so. Nicht. Aber das gleiche in grün, nur ja. territorialer. Ja. Ja, also das ist zwar nicht mehr so eine extreme Treib, also der kann ganz gut mit seinem Treiben umgehen. Projiziert das aber ganz gerne mal auf andere Hunde, wenn er welche trifft. Mhm. Das ist beim Aussie halt oft das Problem. Da haben wir auch so ganz viele blauäugige Leute, mhm. die auch wegen der Schönheit eben sich ein Aussie anschaffen. Genau, aber alles andere ist nun mal wichtig zu verstehen, dass das nicht... Genau, wenn sie dann einmal versaut sind dann, ne, und bissig sind, mhm. ist es schwer für, auch wenn man schon mal einen hat, du brauchst ganz viel Zeit... Und Geduld, also ich habe ja selber, also mit meiner ersten Border Collie Hündin als Welpe und jetzt meine letzte Border Collie Hündin als Welpe und dazwischen die anderen sechs mhm. waren alles gestörte Hunde. Lotti, ja, also ne, das alles gestörte Hunde, wo es dann zuerst hieß Allergie oder was auch immer, aber es war psychosomatisch. Ja, und auch in dem, ich habe das schon gemacht mit der Rassebeschreibung, habe ich dann auch beschrieben, wie der Rüde zum Beispiel, der Hochhaxige, kannst du dich noch erinnern? Mhm, der genau, ja, wo der nichts anderes als außer Schafe im Kopf hatte. Das war dem scheißegal, wer den führt. Mhm. Also wer jetzt denkt
Mein Border Collie hat die beste Beziehung zu mir. Setz den wirklich mal scharfen zu und schon bist du out. Das stimmt. Also wenn was, genau. Wenn was Interessanteres kommt, dann sagt er, wenn es ums Arbeiten geht, sagt er, ich bin weg. Genau. Und sie lassen nicht nur ihre Welpen im Stich, sondern auch den vorherigen Besitzer, wenn der andere ihm das bieten kann. Genau. Also das ist immer noch bei ganz vielen Borders so. Also ich habe das so erlebt. Auch eben, wie gesagt, bei der Sally zum Beispiel, die Autos gehütet hat oder Fahrräder vorne in die Reifen gebissen hat, in der 30-Zone versucht hat, die zu stoppen. Die hütet, ja, jetzt lebt sie wahrscheinlich nicht mehr, aber hat dann 200 Schafe in der Pfalz gehütet, ne? Bei einem, Profischäfer. Ja. Also, und glückliches Leben, die hat auch nur einmal Zwingeranlage, großer Zwinger, neben den Schafen, die hat mich angeguckt, alles klar. Nicht einmal ein Piep gesagt, die war bei den Schafen, hat sich hingelegt, hat gesagt, da gehöre ich hin. Besitzer war ihr egal, Hauptsache jemand sagt hier, wo es lang geht. Die Schafe, ich und ein Mensch. Mehr braucht der Border Collie da nicht. Nee. Aber das werden bestimmt ein paar jetzt schreien, das stimmt ja gar nicht, garantiert. Die aber haben dieses Erlebnis noch nie gehabt. Ja, das finde ich auch, weil wie gesagt, ich sage halt auch... wenn ein Border Collie arbeiten darf, eben ausgelastet ist mit Kopfarbeit, mit Sport vielleicht, Kopfarbeit, Zusammenhang, eben Treibball. Ja, weil der Border muss mein Hobby werden. Genau. Also beim Border... Dann funktioniert das ohne Schafe. Genau, dann funktioniert das. Also wenn du dich wirklich mit ihm beschäftigst, beim Gassi gehen oder daheim arbeiten, einen Platz hast zum Arbeiten... dann passt es. Aber sobald was Interessanteres kommt, also der, wo ihm mehr bieten kann, glaube ich, ist jeder Border weg. Und wer das anders sieht, sehe ich nicht so. Also wie gesagt... Sollte es mal ausprobieren. Ja, sollte es mal ausprobieren. Genau, mal einen Hütelehrgang machen, gucken, ob der wieder nach Hause will. Ja. Okay. Nee, bloß nicht. Also bringt sie nicht auf die Ideen, wenn man dem Border nicht dauerhaft das Hüten an lebendigen Tieren bieten kann, dann sollte man den gar nicht erst anfixen, sondern wirklich etwas nehmen, was man selber mit dem machen kann. Also Treibball oder so, beim Boomer war das ja, der war ja geil. Also wenn ich so sage. Der war ja echt geil. Also das ist auf dem Platz eben und du hast es ja auch draußen auf der Wiese gemacht. Ich habe es auf der Wiese, auf der Bauernwiese, wenn sie abgemäht war, gemacht. Da habe ich halt dann einen so Ball mitgenommen, dem habe ich in ein Netz drin gehabt, hinten auf dem Rücken drauf und losmarschiert und er war ausgelastet. Ich war auch in der Nähe von einem Tierheim, wo wir Treibball gemacht haben, da war eine große Wiese, da sind die Tierheimhunde außen rumgegangen, an der Leine natürlich. Und mein Hund, der hat nicht einen anderen Hund angeschaut. Also diese Verbindung, ne, die der dann in dem Moment mit seinem Schäfer hat, ne, das ist... unglaublich. Ja. Also da könnte ein Haus zusammenfallen oder irgendwo ein Meteorit einschlagen. Ein Border Collie würde seine Schafe nie im Stich lassen. Nee. Ja, und das ist ja auch gerade die Schwierigkeit mit dieser Fehlprägung. Also ja, ich kann mich noch gut erinnern und Lotti eben auch. Also muss dazu sagen, Lotti hat ja noch an Schafen gearbeitet. Ja, genau. Und dann habe ich die irgendwann, als sie älter wurde, habe ich sie dann abgegeben. Und der Umstieg auf Treibball, also irgendwas musste ich ja jetzt bieten, der war easy. Das war total, mich total überrascht. Aber die hat sofort die Luftbälle angenommen. Ne? Und wobei, die war ja echt ein Biest auch am Anfang mit den Schafen. Ne? Also habe ich auch in der Rassebeschreibung mal kurz erklärt. Ne? Mussten erstmal ein paar Laufenten her, ne? damit ich die kriege, damit die nicht in die Schafe beißt. Aber... super. Also ich liebe Treibball mit den Hunden. Das also macht ich auch. Und wie gesagt, manche Menschen wollen mit ihren Hunden keinen Treibball machen, also nicht mit Border, weil sie sagen, es ist für den Mensch langweilig, aber ich muss halt nicht immer nur denken, das muss den Menschen gefallen, sondern man muss sich halt umstellen, es sollte auch dem Hund Spaß machen, gell? Oder der Rasse bedingt. Ja. Weil, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, oh, was soll ich da machen? Ja, Treibball ist am Anfang Arbeit. Langwierig, bis sie es verstanden haben. Genau. Da steigen die meisten dann aus. Ja. Und das finde ich traurig, bloß weil es den Menschen nicht gefällt, muss den Hunde auch nicht gefallen. Ja, aber das ist, weißt du, sonst wird alles immer so vermenschlicht. Ne? Dann sind die Hunde immer wie die kleinen Kinder, wir ziehen denen Sachen an, wir verwöhnen sie, sie dürfen auf die Couch. Aber wenn das jetzt ein Kind wäre und ein Kind hätte ein Talent und die Mutter würde sagen, das ist aber langweilig. Genau, weil ich nicht mitmachen kann. Genau,
Also, ne, würdest du sagen, was für eine Rabenmutter. Ja, ne? Genau. Ja, aber genau. Raben, ne, Hundeleute gibt es natürlich oder auch. Oder das beste Beispiel. Weil der Hund hat sich gefälligst mir anzupassen, ja. Nicht ich dem Hund. Ja, ja. Aber wenn ich es muss ja mir Spaß machen, ja, nicht dem Hund. Genau, richtig. Ja. Natürlich hat das auch was dafür, wenn es dem Menschen auch Spaß macht, weil es dem Hund dann mehr Spaß macht. Aber wenn ich dann schon mal so eine Rasse wähle, kann ich nicht hinterher sagen, ich mache das nicht, sorry, ja, ich kann mir kein Kind anschaffen, da bin ich mal ganz knallhart und sage dann, oh ja, das mit dem Kindergarten habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ist mir aber zu blöd, da gehst du jetzt nicht hin. Oder in die Schule, da gibt ja nur Stress, wenn du nach Hause kommst und Hausaufgaben machen willst. Also gehen wir da jetzt nicht mehr hin. Ja, genau. Ja, also wenn sie es schon vergleichen mit Menschen und Menschenkinder, dann sollten sie bitte auch bis zum ganzen Schluss gehen. Genau, genau, nee. Aber wie gesagt, ja, ein Border Collie braucht Arbeit und ich sage, alle Hunde brauchen Arbeit, individuell, aber es sollte halt was gesucht werden, wo mehreren Hund Spaß macht, ja. Genau, mehreren Hund Spaß macht wie mir. Und im Endeffekt am Schluss, wenn man das Endergebnis sieht, so wie beim Boomer, war ich happy eigentlich. Ja. Und egal bei was, wir haben es bei jedem Wetter gemacht. Ob es geschnimmert, ob es geregnet hat, in Strömen, echt. Wir outen uns jetzt hier mal als Boomer. Ja, genau. Also egal, der hat es immer mitgemacht und es war wirklich ein tolles Erlebnis. Ja, also das ist ein absoluter Outdoor-Hund, ne? Ja. Genau, also ich weiß, heutzutage ist es nicht mehr so, ne? Also es regnet, dann muss der Hund nicht, ne? Und dann Ausdauer. Ja, sind wir, geht's dir auch so? Du gehst Gassi oder fährst Fahrrad im Regen und keiner begegnet dir. Na, ja. Die ganzen, also ich bin ja ganz gerne mal im Regen unterwegs, da habe ich meine Ruhe. Ich auch sehr gerne, weil... Neuhundbesitzer. Genau, weil das andere, sage ich immer, sind schön Wetterhunde und bei mir weiß ich nicht, was ist. Umso nasser und dreckiger er heimkommt, weiß ich, dass er sich wohlfühlt. Mhm. Ich mich vielleicht nicht so, aber es macht viel Spaß eigentlich so. Ja. Gibt es ein schönes Bild von der Vettersen-Petersen, einen von ihrer von ihren Büchern. Da hat sich der Hund so richtig in der Pfütze gewälzt. Ne? Und drunter steht, so muss sein Hund aussehen. Okay. Das ist heutzutage mit den Hausfrauen nicht mehr. Der Hund stinkt oder wie auch immer. Der ist dreckig. Du kommst, wenn es matschig ist auf dem Hundeplatz, danach musst du die halt... Also, sorry, also meine Strategie ist, ab in die Box 2 Stunden trocknen lassen. Und dann die ausbüchten. Box oder die Box aussaugen. Genau. Ja, wer einen Hund hat, muss er... Also, meine Etepetete darf er nicht sein. Nee, ich weiß noch, wie ich das erste Mal da war, der... Ich weiß nicht, wie alt der Boomer war. Also, das erste Mal richtig auf dem Hundeplatz... Da hat es geregnet in Strömen. Ich habe nur nicht das richtige Anziehsachen gehabt. Also dann bin ich heimgekommen. Mir ist der Dreck runtergelaufen. Mein Hund. Ja, dem hast du nicht mehr erkannt, was für Farben er hat. Schwarz, weiß, grau, keine Ahnung. Mein Mann macht mir die Türe auf und sagt dann, wie schaust denn du aus? Dann habe ich gesagt, ich komme vom Hundeplatz. Dann hat er den Hund angeschaut und sagte, ja, sehe ich. Mit den Kindern bist du nie rausgegangen. Voll Regen. Ja gut, aber es ist ein Hund. Ne? Ja, es ist ein Hund. Er braucht was anderes. Er braucht was anderes wie Kinder. Man kann es in gewisse Sachen vielleicht mit Kindern vergleichen. Kinder in wollen bestimmten in bestimmten Bereichen. Auch Kinder müssen bei schlechtem Wetter raus. Also ja, das ist einfach dient der Gesundheit. Nein, genau. Und bisschen konsequent. Bisschen? Ja, ja. Je konsequenter, desto besser. Ja, ne? Wenn ich sage, sitz, meine ich sitz ja, und nicht Platz oder stehe. Genau, oder etwas, und ist das, halt das gehört einfach dazu, dass der Hund eigentlich erzogen wird, weil von der, man will mit den Kindern überall hingehen können oder sollte mit den Kindern überall hingehen können, ob in ein Restaurant, in ein Kino oder was weiß ich wohin. Ja. Und das Gleiche erwarte ich eigentlich von meinem Hund. Ja. Also wie gesagt, es muss einfach zusammengespielt werden. Ja, Angepasstheit eben an die Gesellschaft so, dass genau. Es halt nicht, oder wie hat mal eine Richterin gesagt, der Hund hat die Begleithundeprüfung bestanden, wenn er entweder gar nicht bemerkt wird oder wenn er bemerkt wird, nur positiv auffällt. Genau. Aber auf gar keinen Fall negativ. Nein, genau. Genau, also das ist dann, wäre dann so das Ziel, ja genau, von unserer Generation. Entschuldigung. Ja, wir sind, ist ein anderes Thema. Ja, wir sind in einer anderen Generation. Ja.
Ja, das ist ein bisschen, was ich ehrlich gesagt ja wenig vermisse. Also seit Corona ist es nochmal schlimmer geworden. Also die Leute haben ganz andere Ambitionen gehabt, Hunde sich anzuschaffen. Mhm. Ist nicht so einfach in der Zeit gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat immer noch seine Wellen. Genau. Ja, und wie gesagt, ich habe Bekannte und die kennt am Milo, die hat am Boomer schon ein bisschen, doch am Boomer hat sie schon ein bisschen gekannt, nur noch am Ende hin. Am Milo hat sie auch dann besser kennengelernt, sie selber hat jetzt auch einen Hund und bei denen in der Nähe ist wer eingezogen, die haben sich einen jungen Border geholt. Mhm. Und die ist dann mal mit ihrem Mann spazieren gegangen und hat den Mann gesehen mit dem Border und sagt zu ihrem Mann, so schaut der Hund aus, ein Border Collie, der wo nicht erzogen ist. Scheiße, peinlich. Ja, aber so gehört's, also gell? Für mich ist halt, für mich ist es ein Kompliment, weil ich sage einfach, ich kann mit meinem Hund überall hingehen. Ja, ja, du, ich habe das auch immer wieder, auch Leute, die gerade eben mit diesen Arbeitsraketen ankommen, ne? Zwei Kinder, die Kinder wollen Dogdance machen, die Mama will dies und möglichst gar nichts damit zu tun haben. Der Papa bügelt das aus, indem er viel zu streng mit dem Hund ist, weil der ja nicht auf die Kinder folgt. Wenn er nicht da ist, dann hütet er mit den Kindern irgendwelche Autos, dann respektiert er die Kinder nicht und die ziehen an der Leine. Dann kommt wieder der Papa und zieht kräftig an. Also der Hund ist völlig durch den Wind. Gell? Mhm. Dann Haus bauen, Urlaub fahren, klettern gehen. Ach Mist, jetzt gehen wir in die Wand. Was machen wir jetzt mit dem Hund? Du kannst ja nicht in den Rucksack und dich, obwohl, habe ich auch schon gehört, ne? Ja. Okay, in die Wand hängen. Also das ist halt, also das ist etwas, wo ich mal sage, ey Leute, was wollt ihr eigentlich? Ist das ein, also der Border ist für mich oder auch vielleicht der Aussie oder eben gerade diese Arbeitsraketen mein Hobby. Dann ist das aber auch mein Hobby. Dann richte ich mein Leben ein wenig in diese Richtung aus. Alles andere wäre mir viel zu stressig. Warum machen die sich so einen Stress, dass die alles machen müssen? Verstehst du, was ich meine? Also lieber auf eines mal konzentrieren und sagen, okay, gut, also ich möchte jetzt wirklich so eine Rakete, also den Ferrari, sag ich mal, unter den Hütehunden und fange nicht mit dem Käfer an, was ja vielleicht sinnvoller wäre. Und jetzt hat er die und die und die Eigenschaften, selbst wenn ich es vorher nicht überlegt habe. Aber ich merke oder ich spreche jetzt mit jemandem, der wirklich Ahnung von dieser Rasse hat, und nehme das auch an. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte mittlerweile. Und überlege mir dann, okay, gut, wie kann ich dem gerecht werden, dass der Hund soweit ein gutes Leben hat, seiner Genetik entsprechend, so wie wir das eben gemacht haben. Gesagt, okay, der Hund ist jetzt unser Hobby, ich mit Schaf und du mit Treibball. Und dann bei mir auch später ohne. Aber dauerhaft mit dem Hund, ist mal 2, 3, 4 Jahre, richtig gut arbeiten, bis es sitzt und bis es im Grunde genommen nur noch abläuft, bis es ein Alltag wird. Aber wenn ich dann noch so viele andere Hobbys oder so viele andere Arbeitsgeschichten habe, kann ich so einem Hund ja gar nicht gerecht werden. Nee, das glaube ich gar nicht. Nee, das glaube ich auch, dass das so nicht geht. Also man sollte sich schon bewusst sein, dass wenn man so einen Hund hat, dass man mit dem auch arbeiten muss. Ja, und dass der einfach Zeit beansprucht und dass andere Dinge dann vielleicht mal die Hobby, ich habe ja auch noch andere Hobbys, aber in dem Fall ist wirklich, steht der Hund, der läuft nicht nur mit, sondern der ist in dem Falle eben mein Kumpel, mit dem ich mein Hobby mache. Genau. Also wenn ich kann jetzt nicht, also ich male auch total gerne Ölbilder, das ist für einen Hund total langweilig. Ne? Also muss das ein oder andere Hobby mal zurückstehen und sagen, okay, ich habe mich für diesen Hund entschieden und jetzt übernehme ich auch die Verantwortung dafür, dass der ein artgerechtes Leben hat. Ja, das ist eben bei mir auch so. Beste Beispiel, mein Mann sagt dann immer, ja, der Hund steht an erster Stelle. Sage ich, nein, der steht nicht an erster Stelle. Ich habe mich entschieden, diesen Hund zu nehmen, mir zu holen. Er steht auf alle Fälle, sage ich, an erster Stelle, wenn es um Freizeit geht. Wenn es um Freizeit geht und wenn es um das geht, was er braucht, dass ich ihm das bieten kann. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich muss in der Früh aufstehen und sofort mit meinem Hund darum geht's nicht. Joggen gehen. Nein, ja, nee, nein, das geht nicht darum. Es geht aber darum, dass ich sage,
ich muss mir mein Leben dann so einteilen, ich habe mir den Hund geholt, ich muss mein Leben mir so einteilen, dass ich sage, ich will meins machen, aber der Hund soll nicht an letzter Stelle stehen, der soll auch nicht an erster Stelle stehen, aber er soll das bekommen, dass ich sagen kann, er ist zufrieden. Ja. Ausgeglichen. Ausgeglichen, zufrieden. Ausgelastet. Ausgelastet. Genau. Und wenn ich sage, ich komme heim, ich habe das alles mein Hund jetzt geboten, in der Zeit, wo dann ich mir... Dann kommt er weg. Dann kommt er weg, dann will ich meine Ruhe, weil dann mache ich das, was ich machen muss und was ich machen will. Und da will ich dann meine Ruhe haben vom Hund. Ja, richtig. Weil der Hund sagt, der Hund sagt einfach, jetzt bist du mit mir unterwegs und er zeigt mir das auch. Also ich kann nicht einfach Gassi gehen und sagen, so, ich lasse dich von der Leine und du läufst los und lebst dein Leben die eine Stunde, sondern ich weiß, ich kann es nicht machen, dass ich ihn einfach laufen lasse, weil er würde sich selbst beschäftigen. Ja. Hüten, Radfahrer, Jogger, Reh, genau, dann Katze, wird das auch gestoppt. Katze, alles. Also es ist dann schon so, ich gehe mit meinem Hund Gassi, schalte nicht einfach ab, sondern beschäftige meinen Hund und lasse ihn Kopfarbeit machen und lasse ihn aber auch körperlich laufen. Ja. Und auf dem Rückweg kann man abschalten, dann nimmt man ihn an die Leine und führt ihn nach Hause. Und das letzte Stück will ich dann auch meine Ruhe. Ja. Dann schicke ich, ich sag Garten, dann läuft er ans Gartentor hin, da wartet er auf mich, dann lasse ich rein und dann habe ich meine Ruhe. Ja, und dann ist dein Mann dran. Ja, und dann ist mein Mann dran und sagt, jetzt bin ich mal wieder dran. Nein, er kriegt dann auch was zum Essen, mein Mann. Nee, ja, aber das, so ist es. Nein, also es eigentlich ist ein normales Leben, also sorry, wie wir früher mit den Hunden gearbeitet oder auch gelebt haben, der hatte seine Aufgabe, das war unsere Verpflichtung auch, dem ein artgerechtes Leben so zu ermöglichen. Aber dann war es das auch. Ja, also das ist dann mein etwas, wenn, ob jetzt Leute 2 Stunden joggen gehen, gut, dann müsste man wirklich 1 Stunde joggen gehen mit dem Hund. Das ist durchaus, dann hat er seine Bewegung. Und 1 Stunde müsste man etwas arbeiten. Und dann kommt man nach Hause und dann ist das für den Border Collie eigentlich okay. Ja. Ja, nicht mehr wie bei anderen Hunden auch, aber er muss beides angestrengt haben, seinen Körper und seinen Geist. Mhm. Und dann ist ein Border Collie zufrieden. Und dann kann der gerne, ne? Ja. Dann ab in die Box erstmal für 2-3 Stunden, mach mal Pause. Es gibt nichts zu arbeiten, damit die nicht einen Burnout kriegen. Das haben nämlich ganz viele Borders. Mhm. Weil sie ständig ihrem Besitzer hinterherlaufen und sagen, was gibt es jetzt? Wo ist denn der Ball? Und wo ist der Frisbee? Und was nicht alles? Mhm. Und stehen da und sind völlig, ich weiß noch, ich habe mal einmal einen Border Collie, das war auch so, der stand nur unter Strom. Kofferraum auf, der war angehangen im Dings und hat geschrien, weil er in die Hundeschule ging, weil da jetzt irgendwas passiert und weil da Hunde sind und weil der Hunde gehütet, macht den Kofferraum auf und schreit und schreit. Bin also nur, bevor die Nachbarn wieder kommen und sagen, was quält ihr da die Hunde? Genau, vor lauter Aufregung hat der nur geschrien, völlig hysterisch. Und also ich konnte nur an den Kofferraum, ich habe den Hund gepackt, habe kurz mal geschüttelt, habe gesagt, schau mich mal an, bis der so, oh, okay, da ist jemand, dass der einen Kontakt aufnimmt. Der war weg, völlig daneben. Also das ist dann, ne, also wenn die ständig, also kurz vorm Burnout, ne, also ständig irgendetwas zu tun haben, aber nicht genau wissen, was, ja, wenn die nicht keine Struktur haben. Ja. Ja, also das ist Arbeit und jetzt ist Pause und jetzt ist Pause, basta. Und du läufst mir nicht in die Küche hinterher und nicht dahin hinterher. Du bist jetzt hier nicht frei, sondern du hast jetzt Pause. Ein Border musst du zwingen zur Pause. Ja. Ja, das geht gar nicht anders. Ja. Und viele Border Collie-Züchter vom VDH sagen, wenn sie nicht bereit sind, den in die Box zu sperren, bekommen sie keinen Border Collie von mir. Oder wie meine Züchterin hier mit, nimm du sie, ich krieg sie zurück, hat sie zu mir gesagt. Das war echt ein Biest. Jetzt nicht mehr. Nein. Aber wie gesagt, die hat wirklich sich erstmal mit allen Ranghöheren, mit 12 Wochen hat die sich mit den ranghöchsten Hunden auf dem Platz angelegt. Ja. Gut, und alle waren so überrascht, dass die gar nichts gemacht haben, ne? Ja. Also nicht, ja. Aber das war wieder eine andere Erziehungsgeschichte. Man kriegt das hin. Man kriegt es hin? Ja. Wenn man dem Hund das bietet, was er braucht. Ja. Und dem dementsprechend auch die Ruhe gibt. Ja. Ja. Weil es ist ja auch so, also so wie jetzt der Milo,
Der würde ja arbeiten bis zum Umfallen. Und wenn ich einen Ball weg tue, ohne dass er es merkt, oder Frisbee oder Stummy weg tue, ohne dass er es merkt, dann würde er immer suchen, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Bei mir gibt es auch ein Wort und das heißt Pause. Bei mir fertig. Ja, und bei mir Pause und Handzeichen nach oben, Hände nach oben, weg. Pause. Genau. Und dann schaue ich mich kurz an, dreht sich um, okay, dann gehe ich halt. Ja, genau. Das ist auch noch wichtig. Ich habe keinen Border Collie wegen dem Ball. Es gibt ja so viele Ball-Junkies unter den Border Collies, um mich rumhüpfen, weil ich den Ball in der Tasche habe. Ja, weil die Leute, Bequem. Ja. Also Ball schmeißen ist ja easy, oder? Ja, ja. Der läuft nicht weg, weil der ist ja eigentlich an der unsichtbaren Suchtleine, sage ich jetzt mal. Ne? Weil er bleibt schön da, aber es ist ja kein Border Collie-Leben, das ist doch gestört, oder? Ja. Echt gestört. Ja. Also viele gestörte Borders, die dann immer Frisbee, ne, dann springen die vielleicht hoch und kommen noch irgendwie schräg auf, Verletzungsgefahr, wie auch immer. Also ich schmeiß auch Frisbee, ich schmeiß auch Ball, ich schmeiß Dummies, also er kennt alles, es läuft aber alles bei mir, bei so Arbeiten läuft, weil ich sage Arbeiten, läuft das alles bei mir ab mit Kommandos. Ja, richtig, und er darf erst los, wenn du Genau, ich sage jetzt zum ein bisschen hochschießen, weil das brauchen wir ab und zu auch beim Arbeiten. Alles okay, wenn du den noch erreichen kannst. Genau, genau. Du musst ja wissen, wo ist die Grenze bei dem Hund. Ne? Ab wann ist der nicht mehr zugänglich? Genau. Deswegen kann man schon mit den Trieben ein bisschen spielen. Bin ich voll dafür. Ja, bin ich auch dafür, weil es muss ja auch mal spannend sein, weil langweilig kann es ja auch werden. Ja. Macht man ja bei Kindern auch so. Wenn man geht an die Grenzen ein wenig. Genau. Und an die Grenzen gehen heißt ja auch ein Stück weiter sich entwickeln. Genau. Ja. Und wie gesagt, solange er mir mit Kommandos arbeitet, bin ich voll dafür. Und ansonsten lasst bitte die Finger davon. Genau. Also man muss einen Hund neben sich sitzen lassen haben. Also im Klartext jetzt mal, ich schmeiß den Frisbee oder den Ball. Der Hund schaut mich an und erst dann darf der los. Dann ist nämlich die Gefahr von in der Luft springen und das aus der Luft schnappen nicht gegeben. Und dann muss er auch noch ein bisschen suchen. Mhm. Und bei einem Dummy, muss man dazu sagen, ist besser zu finden, weil das ja nicht aus Plastik ist, sondern aus Canvasstoff mit Sand oder mit Granulat gefüllt, wo der Hund dann den eigenen Familiengeruch sucht. Mhm. Und wenn das mal eine bisschen höhere Wiese ist, ne? Ja, genau, dann muss er halt auch mal suchen. Also auch da ist dann seine Nase angespornt. Ja. Also wieder Kopfarbeit. Wieder Kopfarbeit, ganz genau. Und was auch bei mir, das ist bei mir ganz wichtig, fahre ja mit ihr auch Fahrrad, um diese Bewegung ihr bieten zu können, weil es um Hundeplatz dann eigentlich nur mit Spielen ist oder so, dass sie mit anderen spielt. Dadurch hat sie sich aber Border Collies immer nur mit ganz bestimmten Hunden. Mhm. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr einem Border Collie begegnet, das heißt nicht, dass der immer mit eurem Hund spielen will. Also Arbeit bevorzugen die natürlich. Das stimmt. Und sie wählen ganz genau aus, mit wem sie spielen. Genau. Ja, also es muss schon irgendwie auch passen. Die Chemie muss passen. Und auch bei diesem Fahrradfahren, worauf ich hinaus will, ist, wir üben ja immer dieses Raus da. Mhm. So, dass der Hund keinen höheren Bewuchs betritt. Genau. Und auf dem Weg bleibt. Der Weg wird bestätigt. Raus da und dann wird der Weg bestätigt. Hat dann zur Folge, dass selbst wenn ein Reh quert, sie zwar auf dem Weg hüpft, um zu gucken, wo es denn hin ist, aber sie verlässt den Weg nicht. Genau. Also ich kann durch den Wald, auch bei höchster Dichte an Wild, mit meinem Hund ohne Leine Fahrrad fahren. Das ist perfekt. Ja. Also Fahrradfahren tun wir auch, zwar seltener, weil da, wo ich herkomme, ist nicht so schön zum Fahrradfahren, aber wir machen es. Mhm. Und wie gesagt, mit dem Raus, da machen wir auch, weil ich einfach auch sage, mein Hund muss nicht in der Wiese umeinander laufen, die wo hoch ist, wo vielleicht Rehkitze oder was weiß ich drin ist. Ja. Und aus Sicherheitsgründen für den Hund auch, weil, wie gesagt, wenn er in der Schilf reinläuft oder in so Gras, das wo schneidet, dann bin ich lieber so. Und ich sage immer, ein Hund unter Kontrolle ist wie bei einem Kind unter Kontrolle. Genau. Man sieht, was er macht und man kann rechtzeitig einschreiten. Und bei Gefahren, genau. Genau, und der Hund sollte lieber bei mir bleiben. Deswegen gehe ich mit dem Hund Gassi. Ja, sicher. Also je besser man ihn kontrollieren kann, auch auf Abstand. Abstandstraining ist beim Border Collie sehr wichtig.
weil sie haben ja auch diese Eigenschaft, sich ziemlich weit zu entfernen. Mhm. Wenn man die freigibt oder so, dann kann es bis zu einem Kilometer gehen, wo die losschießen. Ja. Meine beiden Borders, als ich noch die zwei hatte, dann grundsätzlich auf dem Weg, aber bis zur nächsten Kurve, mindestens. Ja. Und da haben sie sich dann umgedreht, egal wie weit die Kurve war. Gut, weil sie gelernt haben, bei einer Kurve mal stoppen und kurz nochmal fragen, weil dahinter könnte auch ein Pferd kommen oder sonst oder ein Fahrradfahrer und dann wieder zurück. Mhm. Man kann im Border Collie auch richtig gut Bewegungen geben, indem man den wirklich losschießen lässt auf einer langen, sicheren Strecke und wieder abruft und wieder und lauf. Gell? Ja. Das ist dann wie diese Outrun bei den Schafen. Das machen die ja auch, wenn man Gassi geht. Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sein. Ja? Und das ist ziemlich weit. Ja, ja? Das stimmt. Also, ich habe heute meinem Border noch beigebracht, an gewisse Stellen, wenn wir da öfters gehen, dass wenn irgendein Stein da ist oder abgeschnittener Baum, dass er sich da drauf setzt. Ja, ein Tab, genau. Genau, und da bleibt er dann sitzen, bis ich komme. Ja. Oder wenn um die Kurve abgeschnittene Wiese da ist und er ist schon weiter vorne, dann weiß ich, wenn ich nach der hohen Wiese zum Beispiel komme, dass mein Hund da dort sitzt und auf mich wartet. Ja. Also es sind halt alles... Zuverlässigkeit brauchen wir. Ja, ja, es sind halt alles Sachen, wo man mit dem Hund arbeiten kann und es ist schön zu arbeiten. Ja, oder auch, was auch noch, kennst du noch Leine down? Ja, genau. Also ja, genau. Also wenn, sagen wir mal, es Gefahr im Verzug, da kommt irgendwas um die Ecke, mehrere Fahrradfahrer oder so und mein Hund trabt da so vor sich hin und ist ein bisschen zu weit weg. Also wenn ich den jetzt rufen würde, würde der vielleicht mit den Fahrradfahrern mitlaufen und die hätten vielleicht Angst. Mhm. Dann schmeiße ich meine Leine ausnahmsweise in die Wiese oder an den Rand, sag Leine down und der Hund geht genau dahin und legt sich da ab. Mhm. Ja, und dann können die Fahrradfahrer vorbei und dann hast du immer ein großes Hallo, boah, geil, toll, super, Dankeschön. Ja, ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das höre ich durch das, dass mein Hund in Anführungszeichen einigermaßen hört, kriege ich oft der Danke von Fahrradfahrer, von Fußgänger oder Leute mit Kindern. Und für mich ist das wirklich eine Anerkennung, dass ich sage, ich habe irgendwas richtig gemacht. Ja. Ja, das, man darf ja auch ein bisschen stolz sein. Ja, definitiv weil ich einfach sage... Also sinnvolle Dinge. Ja, das ist, wo ich einfach sage, eben, ich kann mit meinem Hund fast überall hingehen, muss ich sagen. Und wenn man dann noch eine Anerkennung oder mal hört, oh, der ist aber gut erzogen, sage ich, es funktioniert nur mit Erziehung. Ja. Geht nicht anders. Ja, und vor allen Dingen Vermeidung von Fehlprägungen eben, Fahrrad und das so schnell wie möglich. Ja. Also Nanu hat auch einmal hat sie versucht, Autos zu hüten, da ist sie am Zaun entlang, die Schlüsselstraße, wie eine Blöde und hat versucht, ein Auto zu stoppen, also war der Zaun halt dazwischen, aber da war dann auch schon gleich Schluss. Ja. Gell? Schluss aus und ich wusste, an diesem Tag, ab jetzt müssen wir Hütearbeit machen, jetzt ist der Hüteinstinkt durch. Ja. Weil, das sieht man nicht. Bei manchen Hunden kommt es eher, bei manchen kommt es später. Aber man sollte es erkennen, man sollte seinen Hund so gut kennen, dass man entweder sagt, so, jetzt muss ich mal Hilfe holen. Die Rasse erkennen und nicht so viel, also sein eigenes Zeug darüber stülpen und sich eine Erklärung basteln. Das ist eine Katastrophe. Ehrlich. Ja, dass man eigentlich wirklich mal Leute, die wo ein bisschen Ahnung haben, denen auch mal zuhört und nicht sagt, aber. Nein, es gibt kein Aber. Im Internet, aber bei YouTube habe ich gesehen. Ja, genau. Aber es ist ja ganz schön, der Hund kann ja das alles, ja. Und nicht ohne Hilfe des Menschen. Nee. Jeder Hund hat eine bestimmte Sache zum Lernen oder zu wissen, aber was man daraus macht, ist das andere. So wie die Leute mich anreden, wenn ich mit meinem Hund arbeite und dann sagen sie zu ihrem Hund, ich weiß nicht was für ein Hund, egal was für Rasse, schau mal, das musst du abschauen. Nein. Ich sag dann zu den Leuten. Schau mal, wie schön der arbeitet. Ja. So musst du das auch. Genau. Machen. Und ich sag dann schau dann dem Hund an, sag ich, gell, du könntest das ja, wenn deine Leute dir das zeigen würden. Ja. Genau. So aber ist es einfach. Halt, ja. Genau. Ja. Aber es gibt ja, ich hatte gestern mit der Anja einen Podcast eben über Havaneser. Weißt ja auch, ich hatte ja Havaneser oder mal gezüchtet. Ne? Also ist ja auch eine große Liebe da. Ja. Also mit meiner Hündin habe ich Dog Dance gemacht. Ja. Ne? Das war
ideal und auch Agility. Ja. Aber Anja hatte jetzt ja auch eben 4, aber man muss mit denen nicht arbeiten. Nein. Dann sollen die Leute bitte sich den richtigen Hund anschaffen, ja. Wenn sie schon von vornherein wissen, dazu braucht es Reflexion und Selbsterkenntnis, was erwarte ich eigentlich vom Hund? Also was soll der für mich sein? Ja. Ja, möchte ich den mit auf die Couch nehmen zum Kuscheln? Ja, gibt es jede Menge Rassen. Ja. Ja, also wenn der mir zu klein ist, dann muss man Bernardino nehmen. Ja. Genau, ja, aber da kommen wir später zu. Gibt es natürlich auch noch andere Rassen, die weniger arbeiten, die da auch zufrieden sind, auch gerne mal, oder die Dogge sitzt ja auch schon mal ganz gerne am Schoß. Ne? Ja, ja. Aber keinen Arbeitshund, wie das gerade in extreme Mode. Du siehst nur noch Aussies, dann Merle, rot in allen Farben. Gell, jetzt ist der Labrador auch farbig. Eigentlich eine Riesenkatastrophe. Nur Probleme. Ja. Nur Probleme. Ja. Aber ist ein Labby-Problem. Ne? Kommt mal in der Labby-Geschichte nochmal dran. Vielleicht kriege ich ein paar Leute zusammen, die darüber ehrlich reden. Mhm. Weil beim Border Collie hat man es mit Merle-Faktor auch. Ja. Also die richtig guten Züchter haben dann gemerkt, oh, der Merle-Faktor tut dem Border gar nicht gut. Ja. Und haben aufgehört, Merle zu züchten. Gott sei Dank. Jo, also das war auch noch was. Das hat nochmal die roten, Border. Ja. Ist kein Vorurteil, also gibt genug Nein, Beispiele. Es gibt kein Vorurteil, weil die Hunde können ja nichts dafür, gell? Nee. Dass die Menschen... Ja. Ja. Ja, das ist das größte Problem. Die Menschen, ihre Ansicht an erster Stelle stehen und nicht das Wohl eigentlich der Tiere, egal was für Tiere zum Teil. Genau, das gilt für die Zucht und das gilt auch für die Anschaffung. Mhm. Ja, das wäre jetzt etwas, ja, wie gesagt, es ist halt das altes Wissen, haben wir vorhin schon darüber gesprochen, nicht verloren geht. Ja. Sicherlich müssen die Jungen auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Logisch. Jetzt ganz viele junge Hundetrainer ohne viel Erfahrung mit Paragraph 11 werden auf die Menschheit losgelassen. Ne? Ja. Gell, muss man jetzt einfach mal so ehrlich sein. Und und alle wissen es besser. Ja, wir machen es besser als die Alten. Aber dieses alte Wissen, das geht leider dann verloren. Ne? Ja. Das ist echt schade. Also wenn man so lange Erfahrung hat, also wie du jetzt zum Beispiel mit deinen beiden Borders, und du würdest wahrscheinlich immer wieder einen Border so nehmen, oder? Also... Im Alter nicht mehr. Also wenn es nach mir geht, also die Hunde, was ich ganz toll finde, sind Labrador. Ja. Weil es sind auch Arbeitstiere, bloß sie sind mit weniger zufrieden wie ein Border. Nicht so aufwendig. Ich bin nach wie vor der Meinung, ob Habanese oder egal was, jeder Hund braucht ein bisschen Kopfarbeit und will auch gerne, würde gerne also arbeiten. Also verblöden sie. Ja, genau. Und oder sie werden schlauer als ihre Besitzer. Genau, oder das, ja. Genau. Also ab und zu sage ich... Dann gibt es nur noch Getrickse und um den Finger Wickelei, ja. Ne? Und die Leute wundern sich. Ab und zu sage ich zu manchen Bekannten, wenn ich denen so zuschaue mit ihren Couchhunde, sage ich dann, oh, der hat euch aber toll erzogen. Ja, Hunde klickern Menschen, ne? Ja, ja, aber der funktioniert hervorragend. Ich habe doch Sitz gesagt, jetzt muss ich wieder zurück. Ja, genau. Gib ihm wieder ein Handzeichen. Ja, genau, so, genau. Ne? Und dann sagt der Trainer, oh, ja, der liegt schon wieder. Dann ja, gehe ich wieder hin, gebe ja, ihm ein Handzeichen. Ja, genau. Und der Hund macht Sitz, du drehst dich rum. Ja, genau. Der klickert da wen. Und Also ich muss sagen, wo ich in die Hundeschule gegangen bin und meinen Hund erzogen habe, habe ich sogar ein paar Kilos abgenommen. So von Konsequenz, ne? Ja. Bei der Nanu, ne? Ja. Als die in der Pubertät war, also da, wo wir alle uns wünschen oder uns verfluchen, dass wir uns einen Hund angeschafft haben, also bei den meisten halt, ne? Ich glaube, ich hatte auch Muskelkater, glaube ich. Der Platz ist ziemlich groß, ja, 4000 Quadratmeter. Abgelegt hinten, also in der Profigruppe mit ihr mitgearbeitet, abgelegt, weggegangen, auf halber Strecke kam dann Silvia, ja, gedreht, Hund wieder korrigiert. Kenne ich auch alles. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 1,5 Stunden, bis sie nachgegeben das hat. Das hast du mal. 1,5 Stunden. Mhm. Ja, also, man muss Zeit mitnehmen. So, ja. Ne? Aber es funktioniert. Im Endeffekt hast du Erfolg gehabt. Ja, natürlich. Ja, du weißt heute, wenn du schreist, Sitz, Platz, dein Hund macht es da, wo du sagst. Genau. Ja, und wie gesagt, bei was für ein Hund ich mir als nächstes nehmen würde, also wie gesagt, Labrador finde ich toll. Mhm. Aber ich brauche eigentlich einen Hund,
der wo sagt, hä, wir sitzen nicht faul umeinander oder wir gehen nicht nur der Gassi. Auch, ne? Ja, der wo mich fordert, ja. Weil, wie gesagt. Ja, und das ist eben verschiedene Menschentypen auch. Und zu jedem Menschentyp gibt es ja auch einen Hund. Genau. Ne? Also jemand, der aktiv ist und der eine Herausforderung mal braucht, der auch zum Denken selber angeregt wird und der gerne beobachtet und der auch gerne erzieherisch tätig ist, sagen wir mal so, ne? Und der konsequent ist, der soll sich bitte einen Arbeitshund anschaffen. Ja. Und wer dazu zu faul ist oder sagt, nein, das ist jetzt nicht mehr mein Alter auch, also ist, glaube ich, jetzt mein letzter Hund. Ich glaube, mir reicht es dann wirklich, ne? Seit meinem 18. Lebensjahr habe ich Hunde. Ja. Aber das ist dann total wichtig, dass man dann sagt, okay, also, oder ich kriege wirklich nur so ein Fifi noch. Ja. Ja. Also der da nur noch fürs Herz ist, der einfach ist. Ja. Ja, aber es muss jeder vorher darüber nachdenken. Oder wenn er nicht darüber nachgedacht hat, dann muss er sich anpassen. Genau. Ja. Also wie gesagt, dann, bevor dann man sich die auch nicht im Tierheim. Ja, bevor man sich einen Hund holt, einfach irgendwo Hilfe holen, wirklich gut erklären lassen. Oder sich dann für eine gute Hundeschule, eben, egal was für eine. Man darf nicht vergessen, es ist ein Lebewesen. Ja, genau. Ob ich mir jetzt das falsche Auto kaufe, was ich dann wieder verkaufe, oder Fahrrad oder was auch immer, alles, was nicht beseelt ist, da kann ich ja gerne Fehler machen. Ja. Aber bei einem Lebewesen sollte ich wirklich vorher ein bisschen denken. Ja, man soll sich auch nicht einfach einen Hasen holen oder Meerschweinchen und sagen, ja, eigentlich war es das nicht, was ich wollte. Meerschweinchen, also drei davon. Ja. Na, auch. Ja, aber ich finde es traurig. Man darf auch nicht alles retten, ne? Nein, man kann es nicht. Sagen wir mal, wenn man es könnte, würde man, oder viele würden es, ich würde es tun. Aber ich muss sagen, wir haben unsere Grenzen. Ja, wir haben alle unsere Grenzen. Und wie gesagt, und deswegen sollte man sich 2, 3, 4 Mal überlegen, ob man sich irgendeine Rasse zulegt, derer, wo man nicht gerecht wird. Mhm. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben jetzt alles vom Border Collie. Kommt bestimmt noch ein bisschen was hinterher, was wir jetzt vergessen haben. Ja. Außerdem sind wir sehr, ja, wie soll ich sagen, angefixt, was den Border Collie angeht. Also, vielleicht Agility noch mal ganz kurz. Ne? Agility ist eines der Sportarten, die man vorsichtig genießen sollte mit dem Border Collie, weil die da auch ihren Hüteinstinkt ausleben können, das kann richtig in die Hose gehen, ja, wenn die anfangen, einen Parcours zu hüten und irgendwelche Herrchen, Frauchen irgendwo reinbeißen, wenn sie ins Ziel kommen vor lauter Aufregung und wenn der Adrenalin, wenn der nicht, ist es halt auch schade, im Agility siehst du fast nur noch Spaß, also zu einem Standard, das ist sehr schade, aber das wäre vielleicht noch etwas, was mir am Herzen liegt, noch zu bedenken, oder wenn, also Nano geht auch, Agility, aber langsam. Ja. Die hat wirklich über 2 Jahre habe ich die aufgebaut, ganz langsam, 2-mal in der Woche, nur ganz kurz. Jetzt läuft die super zuverlässig, super schnell, nicht so schnell, wie ich sie in einem Turnier brauchen würde, aber dafür lebt sie bestimmt ein paar Jahre länger. Ja, weil sie ruhiger sich auf alle Fälle. Genau, ihre Nerven sind dann nicht so aufgedreht und auch körperlich hat sie einfach nicht so die Verletzungsgefahr. Genau. Wie mit Agility. Das ist auch immer schade. Ich habe mit Agility mitgemacht seit den 90er Jahren. Da waren wir noch 50 bei einem Turnier. Gell? Wenn überhaupt. War eine ganz andere Atmosphäre als jetzt. Ja. Ja, muss man einfach sagen. Also, genau. Na gut, aber ich danke dir vielmals, Sibylle. Ja, gerne. Dass du da warst und auch schön über die Erfahrung zu reden, weil wir ein bisschen austauschen können. Ja. Aber es kommen noch einige dazu bestimmt und ich weiß, wohin ich gehen kann, wenn ich Hilfe brauche. Das sollst du nicht. Nein, mache ich ja nicht. Aber ich gehe trotzdem. Ich hole mir Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß. Ja. Um das geht es einfach. Ja. Aber dann auch wirklich Hilfe bei Leuten, die, das ist das Problem, idealerweise wäre bei den neuen Hundetrainern, die überall so auftauchen, dass die vielleicht bei den Alten etwas in die Lehre gehen. Mhm. Gell? Dass man, und Rassekunde, die haben ja gar keine Rassekunde. Nee. Also ich habe einen Paragraph 11 gemacht ohne Rassekunde. Mhm. Also, wo ich mir gedacht habe, okay, da gibt es aber Unterschiede. Ja, ja. Also das ist, oder auch Verhaltensbiologie, wir haben früher, bei Günter Bloch zum Beispiel haben wir ein Video gezeigt bekommen von der Hundegruppe. Dann hat er das gestoppt und dann hat er die Leute gefragt, was passiert jetzt? Ja. Habt ihr gut die Situation beobachtet und könnt ihr
aus Rückschlüsse ziehen, was jetzt passieren kann oder zwingend muss. Mhm. Ja, also meistens kann, weil der eine kann ja nachgeben, du weißt es nicht. Mhm. Aber welche Szenarien würden aus dem, was ihr da gerade gesehen habt, sich entwickeln können? Mhm. Ja, also so haben wir früher Hundetraining gelernt. Ja. Also ohne Beobachtung geht ja gar nichts. Na, finde ich auch. Die also, machen den Schein und dann, ja. Ja, und genau. Dann heißt es Hundetrainer. Und ich sage halt auch, wie gesagt, sollte schon ein Hundetrainer sein, der wo Ahnung hat. Also es ist egal, Erfahrung wer. Erfahrung ein wenig. Genau. Sich erstmal jemanden anschließen, der wirklich Erfahrung hat. Ich habe auch eine Bekannte, die hat sich am Border Collie geholt, die ist in einigen Hundenschulen gegangen, bis sie die gefunden hat, die wo gesagt hat, ja, die hat Ahnung mit Border Collies. Ja, genau. Ja. Und ansonsten Schema F, was dann aber nicht funktioniert beim Border oft nicht, beim Aussie oft auch nicht, weil man eben seine Genetik ausschaltet. Mhm, genau. Hund ist nicht gleich Hund. Nein. Ja. Konsequenz ist immer richtig, ja, also das schon. Aber man muss halt im Hinterkopf haben, wozu war der mal gezüchtet. Deswegen habe ich ja die Rassebeschreibung hier auch, um das ein bisschen anzuregen wieder, dass man das ein bisschen lernt. Mhm. Genau, aber jetzt haben wir genug gequatscht, weil wir sind ja schon über eine Stunde. War schön mit dir, Sibylle. Ja, mir hat es auch total gut gefallen. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich mal oder wir gehen noch eine Runde mit dem Hund oder was, gell? Das genau. Machen wir jetzt. Alles klar. Und ich verabschiede mich. Bis ich zum auch. Nächsten Mal. Danke nochmal. Ciao. Genau. Ciao.